Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface Lancôme für dich. Mega krass, oder? Ich bin so aufregend. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil Lancôme ist einfach eine super, super teure Marke. Ich hatte aber das Glück, dass ich durch diverse Adventskalender und so weiter und so fort meine Sammlung an den Produkten etwas aufstocken konnte und auch durch diverse Sale-Aktionen und so. Ich hoffe, dass es mit dem Licht jetzt auch heute so ein bisschen klar geht, denn die Sonne scheint wirklich gerade durch das Fenster, was vor mir ist. Und ich finde es so schön und ich möchte es eigentlich nicht wegmachen. Ich bin aufgeregt. Ich habe hier mir mein Pinselset von Zu Eva zur Hand genommen, um die Produkte aufzutragen und starte einfach mal mit dem Primer. Natürlich sind das alles dann auch so kleinere Größen, ne? Und ich hoffe auch, dass es farblich so weitestgehend passt, aber wir kriegen das schon hin. Da haben wir einmal Prep and Matte. Ja, schwierig, ich mag nicht so gerne matt. Refreshing Mattifying Makeup Primer All Day Hydration. Das hier ist jetzt so eine kleine Größe mit 10 Millilitern. Aber ja, also ich denke, das wird schon alles irgendwie hinhauen, ne? Matt, ja. Ich glaube, eine Gesichtshälfte mache ich dann einfach mal damit. Das ist einfach jetzt so eine weiße Konsistenz, ne? Das ist dickflüssig weiß und das mache ich jetzt mal auf diese Seite drauf. Das heißt, wir haben dann eine geprimte Gesichtshälfte und eine... Oder mache ich das aufs ganze Gesicht drauf? Sehr stark parfümiert, aber das hatte ich auch erwartet. Weil Lancôme halt, ne? Diese ganzen Lancôme, Dior, Armani und so ein Kram, die sind alle immer sehr, sehr pigmentiert, parfümiert. Ich glaube, ich gebe mir den nur auf eine Seite auf. Ja. Zieht ganz gut ein. Fühlt sich auch schön auf der Haut an. Ich habe ein bisschen Angst, dass es krümmelt, aber das kriegen wir schon hin. Ich habe ja eben meine ganz normale Gesichtspflege auch aufgegeben. Also von daher, wir kriegen das schon hin. Die Seite ist also geprimed, das merken wir uns. Und auf der Seite ist kein Primer drauf. Sehen wir einen Unterschied? Nicht wirklich. Die Foundation habe ich mir letztens mal irgendwann gekauft. Ich glaube bei Blissim mit meinen Blissim Points. Denn wenn ihr so meinen Freunde werben, Freunde Link verwendet, der immer in der Infobox verlinkt ist unter den Blissim Box Unboxings, kann ich Punkte sammeln und dann damit im Blissim Box, Blissim Online Shop einkaufen gehen. Und da habe ich mir die Lancôme The Miracle Hydrating Foundation Natural Healthy Look mit Lichtschutzfaktor 15 in der Farbe 01 geholt. Ich gebe mir ein bisschen was auf meine Mischplatte einfach mal auf. Und das ist von der Konsistenz her, ja, dickflüssig. Fließt schon ganz gut. Aber nicht so schnell. Also nicht super flüssig. Ich nehme jetzt hier den 103 Defined Buffer Pinsel und trage das dann erstmal auf die ungeprimte Gesichtshälfte auf. Huch, ich bin noch nicht gebräunt genug für diese Foundation. Und sie hat irgendwie auch einen zu gelben Unterton. Oje mine, oje mine. Ja, die Farbe ist doch ein ziemlicher Fail, ne? Mist, ich mache jetzt noch die andere Gesichtshälfte. Mit ein bisschen Blendarbeit hat es schon funktioniert, aber es ist nicht meine Farbe. Das heißt, die muss ich weitergeben. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich werde niemals diesen Teint erreichen. Aber selbst wenn ich gebräunt bin, werde ich ja nicht gelb. Also nein, was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Sie sitzt aber wirklich toll auf der Haut. Sie hat sich schön damit verbunden. Also, ne, das ist schon gut. Das ist halt nicht meine Farbe, aber die sitzt sehr, sehr schön. Die ist schön, dieses Healthy Glow, das stimmt definitiv. Das gefällt mir auch vom Finish her. Es gibt eine schöne Strahlkraft. Und ich sehe auch ehrlich gesagt keinen wirklichen Unterschied zwischen der geprimten Seite und der nicht geprimten Seite. Also ob man jetzt da einen Primer mit verwenden würde oder nicht, ist glaube ich Pelle. Jetzt hier auf der Nase muss ich noch ein bisschen nachblenden. Aber sonst, ne, gefällt die mir vom Finish her. Es ist aber safe nicht meine Farbe. Nein, ich trinke mir erstmal einen Kaffee. So, ich hatte irgendwo als Probe oder in einem Adventskalender, ich glaube, das war der Lancôme Adventskalender, das ist ein Long Lasting Softening Concealer Lichtschutzfaktor 30, aber hey, das ist die Farbe 02 Beige Sable oder Sable. Ich weiß nicht, ob die passt. Wir müssen uns das mal angucken. Ein Long Lasting Softening Concealer mit Lichtschutzfaktor 30, das ist doch schon mal ganz nett, aber 02 Beige Sable ist nicht unbedingt meine Farbe. Nein. Nein. Oh. Was habe ich mir dabei gedacht, dieses Fullface zu schminken? Leute, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber wir probieren das jetzt mal. Ich habe hier den 142 Concealer Buffer von Zu Eva. Vielleicht.
So schlimm ist das nicht, ne? Nee. Das ist schon mal sehr positiv anzumerken. Ich hatte echt befürchtet, dass es hinten und vorne nicht hinhauen wird von der Farbe her. Aber das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Der deckt auch ganz gut ab. Ich habe hier sonst immer so meinen roten Punkt. Den deckt er so halbwegs ab. Also, das ist ein guter Concealer. Kann man auch nochmal mit einem Schwämmchen einarbeiten. Der ist recht fest von der Konsistenz. Aber Leute, guckt euch das an. Da habe ich den Concealer aufgetragen, da noch nicht. Das ist, also ja gut, in Anbetracht der Tatsache, dass die Foundation ja auch relativ dunkel ist, ne? Es geht. Also wirklich, das sieht sehr, sehr gesund aus. Und nicht so mega aufgehellt oder sonst irgendwas. Gefällt mir. Nö, der ist echt top. Doch. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dieser Concealer einen leicht rosamäßigen Unterton hat. Und das ist für mich persönlich ja immer eine ganz gute Geschichte, weil ich ja eher kühl oder neutral vom Hautunterton her bin. Ne? Das ist schon mal gut. Und dieser Healthy Glow von der Foundation, der gefällt mir auch. Aber die ist zu dunkel. Das Puder habe ich mir letztens bei Douglas gekauft, war glaube ich auch irgendwie, na, nicht unbedingt im Angebot, aber es gab gerade so 20-30% auf die verschiedenen Produkte. Long Time No Shine ist das ein Loose Setting and Mattifying Powder. Ich mag eigentlich keine mattierenden Puder, aber das Ding bei diesem Puder ist, dass es nicht wirklich mattiert in dem Sinne, sondern es zeichnet unfassbar schön weich. Hier haben wir halt so ein kleines Viech, was ich nicht benutze, ist aber ganz gut, damit es, wenn es halt liegend gelagert wird bei mir in den Alex-Kommoden, nichts rausfällt. Ein Oschi-Vieh. Also so ein Riesenpott, das ist echt der Hammer. Und dann nehme ich mir zunächst ein 105 Lux Highlight Pinsel und setze den Concealer unter meinen Augen. Ich finde schon, dass man so einen leichten Unterschied jetzt sieht. Das ist jetzt hier das gesättete Auge und das ist das ungesättete Auge. Es hat einen schönen Weichzeichner-Effekt und verschmilzt schön mit der Haut. Dann nehme ich den 106 Powderpinsel und pudere einfach mit den Resten mein komplettes Gesicht ab. Ich habe aber gar nicht das Bedürfnis, viel pudern zu müssen, weil die Foundation doch relativ trocken auf der Haut ist, ne? Also das ist keine Foundation, die du jetzt mega setten müsstest. Na gut, vielleicht lag es auch daran, dass wenn ich, ohne Witz jetzt, beim ersten Auftrag von der Foundation sah sie doch dunkler aus als jetzt. Oder habe ich mich jetzt dran gewöhnt? Ich weiß es nicht. Sehr, sehr merkwürdig, ne? Weil so würde ich jetzt sagen, die passt eigentlich schon, wenn ich jetzt ein bisschen gebräunter bin. Ich warte noch ein bisschen. Aber das Puder ist schön, ne? Das macht einen tollen Effekt auf der Haut. Es hat schon leicht mattiert, aber ich habe das auch tatsächlich gestern schon wieder mal verwendet und da hat mir das auch sehr gut gefallen von der Haltbarkeit. Also das ist ganz, ganz klasse. Ne? Da kommt auch nicht irgendwie super viel Öl oder sowas raus und ich hoffe, dass es von dem Licht her hier funktioniert. Oh Mann, ich genieße es gerade so, dass ich Sonne sehe. Ne? Ja, einen Blush habe ich mir auch geholt, weil der war irgendwie auf 25 € oder so bei Douglas reduziert. Das ist der Blush Subtil Powder Blush Fusion Color Buildable Intensity und ich habe eine Farbe, die sich nennt 041 Figure Espiègle. Espiègle, keine Ahnung. Ja, damit kommt natürlich die Kamera jetzt null klar. Das ist noch original verpackt, das ist noch nicht verwendet. Und hier haben wir halt das Packaging. Das ist größer, als ich dachte, Gott sei Dank. Aber was ich ein bisschen schade finde, ja, es kann man mögen, muss man aber nicht, sage ich jetzt einfach mal. Du hast halt hier ungefähr die Hälfte der Verpackung, die dafür geeignet ist, um ein Pinselchen reinzumachen. Ja, ne, soll man alle mit machen, aber ich bin da jetzt nicht so unbedingt ein Fan von. Und das ist so ein schöner Ton. Meine Herren, ist der Ton schön, der gefällt mir. Das ist so ein kühles Bärentönchen und der kommt jetzt auf mein Gesicht. Dafür verwende ich die 127 Lux Sheer Cheek Brush. Ich habe jetzt hier keinen Bronzer von Lancôme, aber vielleicht brauche ich den auch heute nicht. Das müssen wir mal schauen, weil ich ja eigentlich eine recht bräunliche Base habe. Ne? Also ich finde nicht, dass ich jetzt tot im Gesicht aussehe und unbedingt viel Kontur oder sowas reinbringen müsste. Aber wir schauen mal, was der Blush schon mal verursachen kann. Also das ist eine schöne Farbe für mich, muss ich wirklich sagen. Sehr natürlich. Sehr stark, aber auch pigmentiert. Das habe ich nicht erwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Blushes von Lancôme halt sehr zurückhaltend sind. Ne? Wie das bei High Luxury End Gedönsen auch gerne mal der Fall ist. Dass man da nicht so direkt diesen Blush-Effekt hat, wie ich den jetzt hier habe. Der gefällt mir. Das ist jetzt auch nicht so wirklich aufgebaut. Ne? Der hat auch einen leichten Schimmer mit drin.
oder Schein, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich würde auch nicht zwingend jetzt sagen, dass ich einen Bronzer brauchen würde, deswegen lasse ich das auch erstmal so. Und es gefällt mir. Vom Ergebnis her ist es echt schick. Ja. Ist ja jetzt besser als irgendwelche Essence oder, keine Ahnung, Rival de Loup Blushes. Das weiß ich nicht. Das muss man halt auch in der Haltbarkeit sehen. Man hat aber dieses Luxus-Feeling jetzt so ein bisschen auch, ne? Schon irgendwie durch so ein Ja-Ja hat man. Ich habe mir letztens auch in einem Flaconi-Sale oder so diesen Highlighter bestellt. Und den finde ich ja so schön. La Rose Highlighter Highlighting Face Powder 2020 Crystal Holographic. Das ist quasi diese Weihnachts-Limited Edition von denen gewesen. Und da habe ich mir auch die Lidschattenpalette geholt, die wir gleich verwenden werden. Und das ist halt echt so ein Holo-Highlighter. Wir haben hier wirklich diese Blume drin. Die ist dann auch so richtig dreidimensional. Und ich finde das vom Verpackungsdesign her mega. Mega. Dann nehme ich jetzt auch meinen Luxe Highlight Pinsel, den ich ja eben schon hatte. Gehe da gut durch und trage mir den hier so auf. Und wir sehen es halt direkt, das ist ein sehr kühler Highlighter. Das heißt, es passt auch, wenn ich jetzt keinen Bronzer nehme. Das ist einfach so als, ne, an die höchsten Stellen. Es ist nicht bam da. Also es ist schon sichtbar, aber es ist nicht, dass es so im Dunkeln leuchten würde. Es hat halt eher diesen holographischen, schieren, weiß ich nicht, Anschein. Und es ist auch passend, dass man halt so ein Produkt als Weihnachts-Limited Edition rausbringt, weil kühle Highlighter weniger was für den Sommer sind, sondern eher für den Winter. Du hast hier keine groben Glitzerpartikel drin. Das ist halt wirklich nass, ne? Also sehr, sehr mit, also nicht metallisch nass, sondern, ne, ihr wisst, was ich meine. Du hast hier nicht so einen Balken. Wenn ich jetzt gerade einfach gucke, dann sieht man halt nicht, dass ich Highlighter drauf habe. Wenn ich mein Gesicht aber drehe, dann scheint er. Ne? Das finde ich halt so schön. Meine Augenbrauen werde ich mir nun zeichnen mit dem Brow Define Pencil, Precision Pencil, in der Farbe 02 Blond. Ne? Ich bin blond und dann passt das eigentlich auch wohl ganz gut. Auch den habe ich noch nicht verwendet und da bin ich jetzt auch gespannt drauf, wie das so sein wird. Der ist halt super fein, ne? Und ob der sein Geld wert, das müssen wir mal sehen. Huch. Auf jeden Fall hat der ein Spoolie dran und eine Mine zum Rausdrehen, die jetzt nicht super fein ist, sondern halt einfach da. Ist okay. Ja, farblich könnte das was werden mit uns beiden. Aber jetzt so im ersten Auftrag ist er schon recht hart. Also da muss man doch ein bisschen mehr drüber gehen oder doller drücken, um Produkt auf die Augenbraue zu bekommen. First Impression. Ja, ist okay. Macht ein sehr, sehr natürliches Ergebnis. Gibt halt, wie gesagt, nicht so mega krass Farbe ab. Lässt sich schön dann so ausbürsten und einblenden und so. Aber muss nicht unbedingt dann von Lancôme sein, ne? Gibt es ja auch von Catrice so fein, ne? Oder von Essence oder von NYX. Ja, guck, jetzt wo ich die auch so ein bisschen in Form gebracht habe, sieht das vom Ergebnis her echt schön aus. Da habe ich jetzt den 24 Hours Brow Setter von Benefit natürlich verwendet, den ich immer verwende, weil ich ihn liebe. Ja, aber gefällt mir vom Ergebnis her eigentlich ganz gut. Es ist eine schöne Farbe, ne? Aber da muss man halt für sich selber entscheiden, ob man dann tatsächlich so ein High-End-Fee braucht oder ob es der ja von Catrice auch einfach mal tut, ne? Ja, aber es gibt extra verschiedene Preissegmente und ich weiß nicht, ob ich persönlich zu diesem Kundenkreis von Lancôme oder diese typische Lancôme-Kundin, typische Lancôme-Produktkaufgedönsen dazugehöre. Ich glaube, es ist eher weniger. Aber naja, ne, es ist schön. Er wird aufgebraucht, er wird aber nicht nachgekauft. Jetzt kommen wir zu dem Herzstück natürlich eines ganzen Fullfaces. Und zwar ist das hier diese Lidschattenpalette, die so schön aussieht von außen auf jeden Fall. La Rose Eyeshadow Palette Precious Holiday. Eyeshadow Palette Matt Iridescent and Ultra Sparkling. Also du hast matte, irisierende und extrem glitzernde Produkte, Töne hier drin. Das ist schon mal sowas in der Sammlung, ne? Ist wunderschön. Ich mag keine länglichen Fändchen, die sind aber dabei. Da dumm. Aber wir schminken uns damit mal einen schönen Look. Hier haben wir die Palette einmal geswatcht. Ja, also super krass pigmentiert sind die nicht, aber diese ja, Luxusmarkengedönsen-Geschichten sind nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man sich irgendwie einen Kabuff-Kabelm-Taralalem-Look zaubert. Hi. Sondern, ja, dass man sich halt einfach schminkt und edel dabei fühlt, glaube ich, oder?
Namen haben diese Farben leider nicht. Ich gehe zuallererst in diesen mittelsten Ton rein, der prädestiniert dafür ist, um einfach mal das Auge zu setten und vorzubereiten für die weiteren Farben, die man darauf aufbauen möchte. Und da ich meinen Kaffee aufhabe, geht es jetzt weiter mit Eistee. Läuft. So, wir haben gar nicht so viele matte Töne hier in dieser Palette enthalten. Das heißt, ne, wir gehen jetzt direkt mal zu diesem wunderschönen roten Ton. Nee, mache ich noch anders. Mensch, jetzt habe ich aber Bock, Leute. Oder? Ja, ich gehe mit einem Point Brush nämlich da rein. Das ist die 230 Lux Pencil, also ein Pencil Brush. Und gehe einfach in dieses, ne, Beeren, Auberginen. Oh Gott, ich bin, also Rottöne beschreiben kann ich nicht so gut. Und dann mache ich mir hier einfach so einen halben Strich, ne? Also, dass ich gleich quasi das als Außenkante nehmen werde. Also im Prinzip, da muss man aufpassen, dass es nicht allzu verheult aussieht. Innen anfangen, dann so nach außen hin auftragen. Aber ich blende das nachher noch mit einer anderen Farbe aus. Ich weiß noch nicht, welche Farbe ich dann nehmen werde. Mal gucken. Das sieht jetzt echt aus wie ein blaues Auge. Das habe ich irgendwie nicht so gut durchdacht. Oder, was ich auch machen kann, nee, den ziehe ich mir wirklich komplett bis hinten durch. So. Ja, sieht jetzt noch ziemlich merkwürdig aus, aber wir machen da irgendwas Schönes draus. Ich habe hier nämlich noch einen anderen matten Ton und das ist dieses Dunkelbraun. Da gehe ich auch mit diesem Pencil Brush mal rein. Und den setze ich mir dann nach innen hin, um das Ganze zu verdunkeln. Weil ich möchte hier innen was Dunkles haben. Das ist irgendwie so mein Plan, ne? Das sieht zwar noch mehr nach blauem Auge aus, aber irgendwie kriege ich das nachher noch gerettet. Wir müssen mal gucken, wie. Ich weiß es noch nicht, aber ich trage mir das jetzt erstmal so lange auf, bis ich meine, dass ich das okay finde. So, dann mache ich mir den Pinsel sauber. Also so am Handtuch vor mir, ne? Ein bisschen das Pigment runternehmen, dann gehe ich in den Blendeton nochmal rein, um die Kanten so ein bisschen weicher zu machen, auch Richtung hier Augenbraue und so, dass es nicht ganz so ultra hart aussieht. Dann intensiviere ich hier am Schwänzchen, sage ich mal, dazu, das Rot. Das wird ein verrückter Look, ne? Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mit der Palette mache. Manchmal hat man einfach Bock auf so einen Kram. So, dann möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen fancier werden, denn dann nehme ich auch wieder dieses matte Braun. Das gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz. Aber im Prinzip andersrum als oben und verbinde das hier so ein bisschen. Das heißt, ich gebe mir nach innen eher so das, also bis zur Pupille, das Rot und nach außen hin ziehe ich mir dann das Braun. Mal gucken. Also hier habe ich jetzt ja das Braun auf dem Pinsel. Das gebe ich mir dann hier so auf. Experimentierfreude ist schon so eine Sache, ne? Ich glaube, ich habe nämlich keinen Eyeliner von Lancôme. Dann versuche ich das jetzt einfach mal so zu machen. Mal schauen, ob das was wird. Das sieht schon fancy aus, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich möchte, dass die sich hier hinten treffen oder möchte ich da was freilassen. Das muss ich gleich noch gucken. Ich werde mir jetzt aber auch noch ein bisschen was an meinen oberen Wimpernkranz von dem Braun geben. Auch das relativ grob motorisch und nur bis zur Hälfte. Da habe ich jetzt hier den 317 Wing Liner Pinsel. Blende ich ein bisschen aus. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt so funktioniert, wie ich das jetzt mit den Schimmertönen vorhabe. Und zwar fange ich an mit diesem Champagnerton hier ganz außen. Dann nehme ich einen Pinsel, der nennt sich Cream Shader 233. Den gebe ich mir nach innen. Also quasi Innenwinkel an, also hier, ne, Inner Corner anfangen und dann so nach innen reinhauen einfach. Mal gucken, ob ich das ohne Cut Crease hinkriege. Ich hoffe. Ja, mal mit dem Finger versuchen. Ja, mit dem Finger geht es besser, aber es ist halt nicht so präzise. Das ist ein bisschen schwierig, aber es ist schon geil. Und daneben setze ich mir dann quasi diesen Goldton. Das ist dieser hier. Nein, der geht mit dem Pinsel leider nicht. Es ist halt so trocken, ne? Und da sieht man auch gar nicht so den Ultra-Unterschied zu dem anderen Ton, finde ich. Was ich ein bisschen schade finde. Na, wir schauen mal. Ich habe jetzt hier ja noch diesen irisierenden Ton, jedenfalls ist er ja so als solches beschrieben worden. Den setze ich mir auch nochmal daneben. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie weit ich mir den ziehen werde. Kommt auf jeden Fall hier hin. Ach komm, den ziehe ich mir bis ganz nach außen.
Hatte ich mir cooler vorgestellt. Aber gut, die Palette ist, ne, schwach und nicht dafür ausgelegt, sowas zu machen. Aber ich finde, ich habe doch einiges hier jetzt Experimentiermäßiges versucht mit dieser Palette. Ist auf jeden Fall mal was anderes und ich finde es irgendwie ganz witzig von der Experimentierfreude her. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt ein Look, den man jetzt so mal easy, weiß ich nicht, im Alltag trägt oder so, ne? Aber gut, ich habe es einfach mal ausprobiert. Dann vergleichen wir doch einfach mal zwei Mascaren von Lancôme miteinander. Da habe ich einmal die bekannte Lancôme Hypnose Mascara, das ist diese hier. Und auf der anderen Seite werde ich die Monsieur Big, die ich in einer Mini-Größe habe, verwenden. Beide Mascaren haben Kunstfaserbürstchen, wobei die Monsieur Big Mascara tatsächlich längere Borsten hat und die Hypnose Mascara etwas filigraner und definierter ist. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also der klare Sieger ist für mich die Monsieur Big Mascara, weil die halt einfach mehr Volumen und Schwung reinmacht. Ich finde aber die Hypnose nach wie vor auch richtig schön. Und so sieht das Ganze dann auch auf den Augen aus. In drei Schichten. Ich mag es. Also ich mag es auch, die Wimpern intensiv zu tuschen. Da ist aber jeder Jack anders. Ne? Also es gibt auch welche, die sagen, boah, nee, Claudinchen, also eine Schicht reicht völlig aus. Da musst du nicht noch eine zweite oder sogar eine dritte drauf klatschen. Ich mag es aber. Ne? Das ist einfach das, wie ich mich wohlfühle. Und ich finde auch, zu so einem verrückten Augenlook gehören auch etwas mehr Wawa-Woom-Lashes. Das sieht echt total verrückt aus. Hier jetzt so wie so eine doppelte Augenbraue sieht das irgendwie aus. Ne? Aber ich wollte so einen Graphic Liner einfach mal ausprobieren. Jetzt habe ich ihn ausprobiert. Finde ich ihn gut? Weiß ich noch nicht. Jetzt mache ich mir erstmal Lippen drauf. Und da habe ich von Lancôme L'Absolu Rouge in der Farbe 202 62 T200. Keine Ahnung, ich schreibe euch die Farbe auch in die Infobox. Da sind auch alle Produkte verlinkt übrigens. Sheer. Und das ist einfach so ein Nude-Ton. Ne? Zu so einem spektakulären Augenlook gehört auch irgendwie so ein bisschen was Zurückhaltenderes auf den Lippen war. Was ist das bitte für eine geile Farbe? Also das ist das ist eine ganz verrückte Farbe, weil das ist so richtig Leberwurst, ne? Leberwurstlippe zu krassen Graphic Liner Eyes. Läuft bei mir. Also heute habe ich irgendwie so ein bisschen sehr, 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 sehr viel Experimentierfreude. Aber wenn ich mir das so im Gesamten angucke, also ich werde gleich safe mit Sammy spazieren gehen, da kenne ich ja nichts, ne? Ist es jetzt kein Look, den ich präferiere und den ich jetzt ultra geil finde. Irgendwie hoffe ich, dass ich die Lichtverhältnisse im Video ein bisschen besser hinkriege als das, was ich die ganze Zeit so im Display gesehen habe. Im Real Life ist es alles halt irgendwie okay, aber schon sehr, sehr dark, ne? Also die Augen, es ist schon krass. Ansonsten, ja, muss ich sagen, die Foundation passt jetzt tatsächlich auf einmal zu meinem Gesicht. Spektakulär. Augenbrauen finde ich schön, Concealer finde ich schön, Puder finde ich schön, Blush ist auch schön. Also mir persönlich fehlt aber definitiv ein Bronzer gerade, ne? Wenn intensiver Look und so, sonst ich sehe gar nichts mehr. Lippen finde ich fantastisch, also das gefällt mir mit, also merkwürdigerweise, weil eigentlich bin ich eher so ein Fan von mehr. Mascara gefällt mir, die Lidschattenpalette gefällt mir nicht so, der Highlighter ist okay, aber haut mich auch nicht von den Socken, ist aber ein schönes Schmuckstück in der Sammlung, ne? Aber ihr Lieben, ne, das war jetzt hier einmal so ein bisschen eine kleine Experimentiergeschichte und ich hoffe, euch hat das Video unterhalten und es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!